Hallo, Riso hat seinen eigenen Ruf selbst zerstört mit dem Video Die Zerstörung der CDU. Mittlerweile fast 17 Millionen Klicks. Er hat damit seine Realitätsferne gezeigt. Er hat gezeigt, dass er in gewisser Weise ein Analogum ist zu einem Flacherdler, dass er also sozusagen unrealistisch hat. Ich werde hier in diesem Video jetzt gleich wissenschaftlich belegen, dass Riso eben eine völlige Verharmlosung und Beschönigung der sozialen Marktwirtschaft aufweist, wie übrigens auch Karl Marx. Also das heißt, die soziale Marktwirtschaft ist noch viel schlimmer als Marx und Riso das hier aufzeigen. Das ist also eine unrealistische Untertreibung oder Verharmlosung der sozialen Marktwirtschaft. Dann zeigt er selbst auch, dass er in einer Art Geldsucht lebt, weil sein Argumentieren ist total geldfixiert, anstatt sich damit zu beschäftigen, wie die soziale Marktwirtschaft die Lebensqualität und das Wohlfühlen der Menschen zerstört. Das ignoriert er völlig, so nach dem Motto, als ob alleine Geld glücklich machen und gesund machen würde und so weiter. Dann weist er eine extrem naive Wissenschaftshörigkeit auf und ist auch deswegen unrealistisch. Wobei ich zwischendurch mal kurz loben muss, also Riso, da gibt es viel Schlimmeres. Also Riso sind Aspekte von Wahrheit drin in diesem Video, die Zerstörung der CDU. Also insofern muss man ihn schon auch auf der einen Seite loben. Aber es hilft ja nichts, wenn in der Summe alles Irreführung ist, dann nützt es eben nichts. Also die naive Wissenschaftshörigkeit, da war ich gerade, in der sozialen Marktwirtschaft, die manche ja auch Kapitalismus nennen, gibt es keine Wissenschaft, die im Dienst der Menschen ist und die auch in irgendeiner Weise wahrheitsorientiert ist. Genauso vermittelt Riso einen völlig illusionären Glauben an die Demokratie. Im Rahmen sozialer Marktwirtschaften, das werde ich ja gleich aufzeigen, kann es keine Demokratie geben. Dann regt er sich über die Unfähigkeit der Politiker auf. Das sind Selbstverständlichkeiten. Tut so, als ob unser System oder die soziale Marktwirtschaft überhaupt so etwas wie kompetente Politiker zulassen würde. Das ist nicht der Fall. Ich deute das nur mal jetzt schon mal vorab an. Wir haben in unserem pseudodemokratischen System sehr viele Selektionsfilter und Auswahlmechanismen, die einfach es gar nicht möglich lassen. Ich mache nur mal ein Beispiel. Nur ein Beispiel von Hunderten von Auswahlfiltern, die in der Politik stattfinden, bis am Ende jemand Kanzler wird. Das geht meistens über Jahrzehnte, werden die Leute ausgewählt, gefiltert, selektiert und so weiter. Und zum Beispiel, ich mache nur ein Beispiel, ein fähiger Mensch in Deutschland hat vielleicht ein Monatsgehalt von 50.000 Euro aufwärts. Monatsgehalt, nicht Jahresgehalt, sondern Monatsgehalt von 50.000 Euro aufwärts. Nur würde er als Bundeskanzler gerade mal 15.000 Euro bekommen, würde also einen 35.000 Euro Abstieg sozusagen machen. Und der Filter, also wenn wir natürlich jedem Politiker, jedem Kanzler das Durchschnittsgehalt, das er die letzten 3 Jahre verdient hat, geben würde, dann würden wir also so jemanden dann auch ein Gehalt von 50.000 Euro für den Kanzler geben. Nur so könnten wir auch fähige Leute überhaupt in die Politik locken, und das machen wir nicht. Und dadurch zum Beispiel, das ist jetzt einer von 20, 30 Filtern, mit denen wir alle fähigen Leute der Gesellschaft von der Politik fernhalten. Aber das ist nur eine der Unsinnigkeiten der sozialen Marktwirtschaft. Und dann, lassen wir es mal so weit gut sein. Ich arbeite das jetzt mal ab. Also fangen wir an mit der Beschönigung und Verharmlosung der sozialen Marktwirtschaft.
dass Riso gar nicht versteht, worum es da, wie schrecklich in Wirklichkeit und wie es mittlerweile bewiesen ist, dass die soziale Marktwirtschaft sozusagen viel schlimmer ist, als Riso das darstellt, also weswegen er eine irreführende Quelle ist, sozusagen. Ja, dann kann ich das jetzt im Prinzip schon schließen. Schauen wir es uns an. Warum hat Riso seinen Ruf zerstört und uns den Ruf, jetzt eine irreführende Quelle zu sein? Wir googeln erst einmal also zeitgleich mit Greta Thunberg, ungefähr am 20. August 2018, haben die sich zusammen telefoniert, die zweiten Scientists for Future 2. Da kann man nach googeln, rechte Maustaste Google, und dann findet man hier, kann man das anklicken und so weiter, kann man sich da durchklicken. Ich mache das aber mal wieder zu, das brauche ich jetzt nicht. Also, zweite Scientists for Future 2. Darüber gibt es ganz viele Presseberichte. Wer es wissen will, hat hunderte von Videos und so weiter. Jeder, der wirklich wissen will, was es Neues gibt in der Welt, kann das wissen. Und ja, Kopernikus, Kepler, Galilei, ich habe ja eben angedeutet, dass Riso sozusagen ein Analogon zu einem Flacherdler ist. Genauso wie der Flacherdler, also Kopernikus, Kepler, Galilei und Newton völlig ignoriert und sich völlig gegen jede Erkenntnis- und Wahrheitsfindung der Menschheit stellt, genauso stellt sich Riso gegen Mendel, Wallace und Darwin und die Scientists for Future 2, die die neuen Galileis jetzt sind, die also hier nach Darwin jetzt kommen, die zweiten Scientists for Future 2. Wie gesagt, es gibt Massen an Berichten über diese. Sogar das größte Wirtschaftsmagazin Österreichs hat ein großes Interview gemacht. Also das hier nur so, dass da kann man sich anschauen, wer die Scientists for Future 2 sind, die neuen Galileis der Menschheit. So, Riso, gehen wir darauf ein, als erstes, warum Riso die soziale Marktwirtschaft völlig verharmlost. Ach so, ich komme dann gleich wieder zurück darauf. Also, wir gehen hier dann auf die Startseite der Scientists for Future 2 Initiative Weltrat unter Abteilung von Rat der Weisen und Weltrat der Weisen und World Council of Wise People. Wir gehen hier hin. Da sieht man einmal die Erklärung der Wissenschaftler und hier geht es dann sofort, geht's rein in die neue naturwissenschaftliche Volkswirtschaftslehre, NVWL und die naturwissenschaftliche Beweisführung anhand des Naturgesetzes von Mutation und Selektion, warum sozusagen die soziale Marktwirtschaft viel schlimmer ist, als Rezo das in seiner beschönigenden Weise und verharmlosenden Weise unrealistisch darstellt. Ich fasse das mal ganz kurz zusammen, das könnt ihr ja selber alleine studieren und nachlesen und so weiter. Die soziale Marktwirtschaft begann in Wirklichkeit schon vor ungefähr 400.000 Jahren. Und da gibt es zwei Dinge. Stellen wir uns den ersten Waffenhändler. Riso spricht ja auch davon, dass doch ganz selbstverständlich die USA Drohnenmorde begeht und so weiter. Das sind alles Selbstverständlichkeiten. Wie gesagt, er verharmlost das Ganze, als wäre das was Besonderes. Das ist das Wesen der sozialen Marktwirtschaft bzw. des Kapitalismus. Das ist der Wesenskern und die Natur unseres Gesellschaftssystems seit 400.000 Jahren. Wir gehen mal in die
direkt in die Anfangsphase der sozialen Marktwirtschaft hinein. Und dann sehen wir vor unserem Auge einen Händler, der hat Steinäxte dabei, die damals schon erfunden waren. Steinhämmer, Steinäxte, die auch als Waffen geeignet sind. Und er zufällig, einer von Tausenden von Händlern, nach dem Prinzip von Mutation und Selektion kommt in der Evolution so ziemlich fast alles vor, was möglich ist. Also entsteht irgendwann vielleicht der tausendste Händler, hat einen Märchenerzähler dabei, der da zum ersten Mal eine unwahre Geschichte erzählt, also seine Nachricht kommt irgendwie durch einen Albtraum oder durch irgendeine Fantasie oder durch eine falsche Vermittlung im Rahmen einer, so wie wir das bei der stillen Post kennen. Er hat vielleicht eine Geschichte übernommen und hat sie falsch interpretiert oder falsch gehört und so weiter, wie wir das bei der stillen Post kennen sozusagen. Und jetzt erzählt er zum ersten Mal eine unwahre Geschichte, dass nämlich angeblich weit entfernt, nicht nachprüfbar durch die Menschen, eine Gruppe nachts die andere tot überfallen hätte und totgeschlagen hätte. Das löst nun in den Menschen Ängste aus, dass sie vielleicht selbst überfallen werden könnten, und sie kaufen dann viele Steinäxte von dem Händler. Er macht also ein Riesengeschäft als Waffenhändler. Und die Menschen fangen an, die kaufen die Steinäxte, um sich zu schützen vor einem möglichen Überfall, und sie fangen darüber an, zum ersten Mal nachzudenken, ob sie nicht als im Sinne eines Präventivkrieges die Nachbargruppen töten sollten, damit sie nicht überfallen werden können. Also das heißt, hier setzt also quasi die soziale Marktwirtschaft, der erste Händler sozusagen, vielleicht der tausendste von den ersten Händlern, setzt quasi den Keim für eine Aufhetzung Richtung Krieg. Und genau das macht die soziale Marktwirtschaft heutzutage einfach nur in Perfektion. Das heißt, es geht um nichts anderes, als dass Waffenhändler in der sozialen Marktwirtschaft nur dann Geld verdienen können, wenn es immer wieder zu Kriegen kommt. Und genauso wie dieser Märchenerzähler jetzt sozusagen sich gar nicht bewusst ist, dass er eine Unwahrheit äußert, also nicht bewusst lügt, sondern sich in einem Irrtum befindet und aus dem Irrtum heraus eine falsche Weltsicht und eine falsche Geschichte erzählt und eine falsche Nachricht erzählt. Genauso machen es auch alle Staaten auf der Erde, wir wollen da nicht die USA besonders hervorheben, sondern alle Staaten der Erde befinden sich in Irrtumswelten, die natürlich rund um die Waffenhändler entstanden sind, die immer wieder sozusagen, ohne dass wir bewusstes Lügen oder bewusstes Belügen der Bevölkerung unterstellen müssen, ist diese Welt der Unwahrheit, also die rund um die Waffenhändler und rund um die Politik sind so unwahre Gedanken über die Welt vorhanden, dass Krieg immer wieder dann resultiert und dann am Ende das Geld wieder oder der Gewinn und der Umsatz sozusagen wieder bei den Waffenhändlern landet, und dann funktioniert die soziale Marktwirtschaft. Also Riso bringt seine Verharmlosung ist, als ob es um uns Menschen geht. In der Seiterfindung der sozialen Marktwirtschaft vor 400.000 Jahren geht es nicht mehr um uns Menschen. Es ist ein System. Da ist ein System, die soziale Marktwirtschaft oder Kapitalismus nennen es manche, das an sich über Menschen hinweggeht und grundsätzlich über Leichen geht, und ein System, das Geld oder Gewinne generiert. Damals waren es ja noch Tauschgewinne und nicht Geldgewinne. Wir haben ja, aber das spielt keine Rolle. Es ist völlig egal, ob es um Tauschgewinne geht oder um Geldgewinne. Geld ist da nur ein neues Instrument. Es geht seit 400.000 Jahren nur darum, sozusagen
Menschen zu schlachten wie Vieh. Um etwas anderes geht es nicht. Ja? Und Rezo stellt das alles verharmlosend dar, als wäre es nicht so. Dabei ist es längst bewiesen. Also, das heißt, was entsteht für eine Evolution? Der Waffenhändler verkauft viele Steinäxte, erzählt sein Märchenerzähler, erzählt immer weiter solche Geschichten. Denn warum sollte der Waffenhändler etwas verändern, wenn es so riesige Verkaufszahlen bei den Steinäxten erzeugt? Und so wandert er dann von Gruppe zu Gruppe. Und immer wieder werden diese Geschichten erzählt, bis dann irgendwie die Mentalität der Menschen so manipuliert ist, dass sie Krieg in kriegerischen Kategorien denken, in kriegerischen Kategorien empfinden und sozusagen und diese Meme von Gewalt und Krieg und so weiter haben sich dann sozusagen ausgebreitet. Ich habe nur eins vergessen zu sagen, wissenschaftlich ist natürlich mittlerweile selbst klar, dass in den früheren Stufen der Evolution, also vor 4 Millionen, 5 Millionen, 10 Millionen Jahren, da haben wir auch unter Menschen Gewalt, auch so Dinge, die man vielleicht ansatzweise auch als Krieg bezeichnen könnte und so weiter. Aber wenn Gehirne sich größer entwickeln und soziale Kompetenzen sich erhöhen, dann verschwindet in der Evolution Gewalt und Krieg, wie man das auch bei den Bonobos sehen kann. Bei denen ist auch Gewalt und Krieg schon deutlich weniger als bei den gemeinen Schimpansen, weil sozusagen die einen Evolutionsprozess in Richtung sozialere Kompetenzen haben. Die sind kooperativer, sind fähiger zur Kooperation, die haben also andere Schwerpunkte in der Evolution. Und deswegen sind die Bonobos schon deutlich friedlicher und gewaltfreier als die gemeinen Schimpansen und der späte Homo erectus vor 400.000 Jahren vor der Erfindung der sozialen Marktwirtschaft war eben dann richtig pazifistisch geworden und dann kommt die soziale Marktwirtschaft und zerstört alles und bringt den Waffenhandel und der breitet dann, das muss man sich wie so ein Baum von dem ersten Händler und dem ersten Märchenerzähler mit seiner Irrtumsgeschichte ausgehen, sind Massen an Geschichten von erfundenen Kriegshandlungen entstanden. Dazu ist es eine wichtige Anekdote, dass man sich klar macht, dass auch unsere Bibel zum Beispiel nicht ein sachlicher Bericht von Kriegshandlungen ist, denn die Bibel beinhaltet ganz viele Gewalttaten und Kriegshandlungen, sondern die meisten davon sind auch erfunden. Und das ist also wir haben also lauter gewaltverherrlichende Inhalte, die sich rund um die Waffenhändler ausgestreut haben und in allen Köpfen gelandet sind und die Menschen kriegsbereit und kriegsfähig gemacht haben, sozusagen. Also ist es völlig unrealistisch, wenn Rezo sozusagen die Tatsache, dass wir über Rammstein mithelfen an den Drohnenmorden und so weiter und das als irgendetwas Besonderes zu beschreiben, das ist der Wesenskern der sozialen Marktwirtschaft. Also Rezo baut da quasi eine Illusion auf, als wäre das was Ungewöhnliches und beschönigt damit die soziale Marktwirtschaft. Nein, das ist der Wesenkern der sozialen Marktwirtschaft, dass es darum geht, uns umzubringen. Jetzt gehen wir mal zum Beispiel als zweites Beispiel, ich mache das nur ganz kurz, weil ihr das ja alles auch nachlesen und nachhören könnt hier. Diese Seite hier zum Beispiel ist mit allen Videos zusammen, wenn man das alles ausdrucken würde, wäre das wahrscheinlich 1000 Seiten. Ein tausendseitiges Buch, ja. Und ihr könnt euch auch die ganzen Presseberichte darüber ansehen und so weiter. Gehen wir auf die Ernährung, auf das Ernährungssystem noch kurz ein. Also irgendwann einige Händler später kommt, also wieder tausende Händler später, nach dem Beginn der sozialen Marktwirtschaft, kommt der erste Händler, viel später natürlich, der so etwas wie
eine Art Zucker dabei hat. Also sozusagen, vorher hatten die Händler nur süße, reife Früchte, wenn es darum ging, Süßes zu verkaufen. Und das ist natürlich leicht verderblich und geht auf dem Transport ganz schnell kaputt und so weiter. Und irgendwann kommt der erste Händler und hat Zuckerwaren dabei, Pralinen, süße Schokolade oder was auch immer dann damals erfunden wurde. Wir sind natürlich jetzt ziemlich modern schon, aber irgendwann ist immer das erste Mal in der Evolution. Und der Märchenerzähler und der Händler erzählen gemeinsam, dass diese süßen Produkte genauso hochwertig und genauso gesund seien und sind auch ganz tief selbst überzeugt von diesem Irrtum, von dieser Unwahrheit und erzählt überall, ja, diese süßen Waren sind sogar viel besser als die süßen reifen Früchte. Und diesen Irrtum erzählt er überall und dann kaufen die Leute das. Er macht riesige Gewinne, weil es viel billiger ist, diese Zuckerwaren herzustellen. Gucken wir uns die heutige Gesellschaft an. Alles ist voll Zucker, überall an allen Ecken und Enden werden wir überschüttet mit Zucker, weil er billiger ist als süße, reife Früchte, die uns sonst für die Süße zuständig sind in der Natur. Und wir werden völlig vergiftet mit Zucker, werden krank gemacht und zerstört. Aber das ist eben das Wesen der sozialen Marktwirtschaft. Der Zucker ist billig und dadurch sind die Gewinne riesig und die süßen, reifen Früchte wären extrem teuer und damit lässt sich kein großes Geschäft machen. Also vergiften wir die gesamte Bevölkerung mit Zucker. Und dieser Händler hat riesige Erfolge. Der Händler, der nur die süßen, reifen Früchte bringt, hat keine Erfolge, stirbt relativ gesehen dazu aus. Der Strang der Wahrheit sozusagen ist winzig wie ein Rinnsal nach oben und der Baum der irrtumsmäßigen Händler und Geschichtenerzähler breitet sich aus, sodass mittlerweile jedes Buch, jede Zeitschrift voll davon ist, dass doch Süßigkeiten gut tun und dass Schokolade Seelennahrung ist und so weiter. Und überall hat sich sozusagen der zentrale Irrtum ausgebreitet, diese gezuckerten Produkte seien unbedenklich. Ja? Und die Wahrheit ist, es macht uns alle krank und vergiftet uns alle. Und das ist der Wesenskern der sozialen Marktwirtschaft, dass also gewinnbringende Irrtümer sich ausbreiten, die gesamte Gesellschaft voll von Irrtum ist und Manipulation und Unwahrheit ist, aber ohne dass es Lüge ist. Denn der Händler glaubt ja tatsächlich selber daran, dass sein Zucker harmlos sei. Letztens gab es ein schönes Video zum Beispiel, da hat einer von süßen Getränken sozusagen, der hat wirklich ganz fest geglaubt, dass die süßen Getränke gesundheitlich genauso unbedenklich sind wie die süße, reife Frucht, in die man hineinbeißt. Und so ist es dann, dass sich also in der sozialen Marktwirtschaft Millionen von Irrtümern, gewinnbringenden Irrtümern ausbreiten und der Mensch ist nur das Schlachtvieh, der Mensch wird geschlachtet und operiert und alles Mögliche in den heutigen Schlachthäusern und so weiter. Und der Mensch ist einfach nur das Vieh, das sozusagen zerfetzt wird von Granaten, Bomben und Kugeln und so weiter. Scherzhafterweise kann man sagen, unser Bauch wird vollgeschlagen mit Mozart. Nicht nur mit Mozartkugeln sollen wir uns den Bauch vollschlagen, sondern auch mit Bleikugeln. Mozartkugeln und Bleikugeln zerstören und zerfetzen unser Leben. Und das ist ganz selbstverständlich und es ist schon längst durch die Scientists for Future 2 bewiesen. Und dagegen ist Rezo ein Wahrheitsverleugner und ein Beschöniger.
Dann gehen wir als nächstes auf das Thema ein, die Geldfixiertheit von Riso. Er rechnet vor, dass die CDU sozusagen die Masse der Menschen immer ärmer gemacht hatte, wobei er da schon wieder auch einen antiwissenschaftlichen Fehler natürlich mit eingebaut hat, weil er so unterstellt, dass das nur eine Rolle der Politik sei. Es könnte ja auch sein, dass einfach die Bevölkerung erstens bildungsmäßig immer unfähiger geworden ist. Und natürlich verdienen unfähige Menschen geringere Gehälter als fähige Menschen. Und es könnte sein, dass wir auch sehr viel sozusagen in der dass wir einen Evolutionsprozess haben, von der schon lange bekannt ist, nämlich dass generell unsere Gehirne seit 40.000 Jahren schrumpfen und dass wir in den letzten 40.000 Jahren etwa 150 Milliliter Gehirnsubstanz verloren haben. Und natürlich führt auch das zu geringeren Einkommen sozusagen auch in der Gesellschaft. Und rechnet aber vor, als ob es nur um Geld ging. Das ist dieses Geldsucht, mit der er sich unrealistisch stellt. Hier die Scientists for Future 2 machen es richtig, die sind realistisch, die sozusagen gehen auch auf das Thema ein, hier, dass es eben, es geht ja. Für den Menschen geht es doch nur um Glück. Es spielt doch kein. Wenn ich total glücklich und verliebt bin und total happy bin und mich total wohlfühle hier, Wohlfühlnote und so weiter, und ich total gesund bin, durchtrainiert und fit, da interessiert mich doch überhaupt nicht, ob ich jetzt 1.000 Euro, 2.000 Euro im Monat habe oder 100.000 Euro im Monat und so weiter. Also Geld spielt sowieso eine untergeordnete Rolle. Wir wissen mittlerweile, dass ab einer bestimmten Geldmenge sowieso das Lebensglück nicht mehr steigt und so weiter. Also das heißt, Riso macht den riesen unrealistischen Fehler, sich nicht um das Wohlfühlen der Menschen zu kümmern, sondern nur um Geld, 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 Geld. Ja? So, als nächstes seine naive Wissenschaftshörigkeit. Also in der sozialen Marktwirtschaft gibt es keine wahrheitsorientierte Wissenschaft, die im Dienste der Menschen gibt. Die Scientists for Future 2 haben ja nachgewiesen und bewiesen sozusagen, dass Wissenschaft sozusagen genauso der Irrtumsverbreitung. Ich habe doch eben erzählt, wie der Zuckerhändler und der Waffenhändler und alle anderen Händler und so weiter, wie es nur darum geht, Irrtümer zu verbreiten, die gewinnbringend sind, und genau die Funktion hat Wissenschaft auch. Und in Wissenschaft, da geht es nicht, die Wissenschaft steht nicht, das müssen natürlich die Scientists for Future 2 irgendwann korrigieren, wenn man sie lässt, dass das Wissenschaft wieder an das Wohlbefinden und das Wohlfühlen und die Gesundheitsdaten der Bevölkerung gekoppelt wird, sodass Wissenschaft nicht mehr wie bisher gegen die Menschen arbeiten kann. Wissenschaft ist der Feind der Menschen im Wesentlichen. In der Wissenschaft streiten sich die Wahrheitsfinder, die Aufklärer, die Aufklärung, die wissenschaftliche Aufklärung, streiten sich mit den Feinden. Hier fehlt zum Beispiel Giordano Bruno, der wurde sogar verbrannt für bestimmte Wahrheiten. Also immer gegen Kopernikus, Kepler, Galilei und Newton und so weiter, da stellten sich nicht nur die Kirchen dagegen, was man immer wieder so erzählt, sondern es waren überwiegend die anderen Wissenschaftler, die verwickelt in ihre eigenen Irrtumswelten, die sozusagen in Kooperation mit den Händlern sozusagen Irrtümer in die Bevölkerung rausgepumpt haben, nach dem Motto, kauft mehr von dem Zeug, was euch umbringt, und führt Kriege und so weiter. Also Wissenschaft ist zum großen Teil ein Irrtumssystem, das analog zum sozial-marktwirtschaftlichen Handelssystem Irrtümer verbreitet, und dann stören immer wieder so ein paar wenige Wahrheitsfinder, wie jetzt eben die Scientists for Future 2, als die zweiten Scientists for Future 2 als neue Galileis sozusagen, als nächste nach Darwin, jetzt wieder mal stören und Wahrheiten sagen. Und
Rezo solidarisiert sich da so mit der Wissenschaft, die es gar nicht gibt, sondern es gibt eben immer wieder sozusagen einige Leute, die Wahrheiten finden. Sonst, wenn nicht einige Leute auch Wahrheiten finden würden, würde ja auch kein Motor funktionieren, keine technische Sache, dann würde das Smartphone und der Computer nicht funktionieren. Also es gibt immer mal wieder irgendwo Wahrheiten und dann ist der Großteil der Wissenschaft, sind irrtumsgeleitete Dienstmägde der sozialen Marktwirtschaft und der ganzen Irrtumswelten, die gewinnbringend sozusagen verbreitet werden. Also, und Gregor Mendel, ich denke gerade an Semmelweis, der zum Beispiel auch getötet wurde, weil er das Geschäft der Medizin irgendwie kritisiert hat mit seinem Desinfektionsgeschichte und so weiter. Also überall haben wir die störenden echten Wissenschaftler, die tatsächlich Wahrheiten bringen, die der Bevölkerung Wahrheiten bringen und die Masse der Wissenschaft, die die gewinnbringenden Irrtümer hochhält. Betrügerische Studien, von der Wirtschaft finanzierte Studien, Wissenschaftsirrtümer, da glauben die Leute an Doppelblindstudien, in denen aber doch am Ende die meisten Forscher doch wieder ihre Ideologie und ihre Irrtümer und ihre Unwahrheiten letztendlich nur zum Ausdruck bringen, denn eine wirklich saubere wissenschaftliche Studie ist das Unmöglichste und Schwierigste, was es in der Menschheit gibt, und das gelingt nur ganz wenigen. Wir wollen nicht ausschließen, dass es nicht auch da gelingen kann, ja. Aber Universitäten, ja, zum Beispiel in der Universität, da macht der Wissenschaftler nichts anderes, als dass er sagt, oh ja, ich habe meine Daten nicht gefälscht, das ist alles Wahrheit und ich habe das alles seriös gemacht. Und jeder glaubt es. Rezo beschwert sich darüber, dass die Regierung einfach glaubt, wenn die USA sagt, ja, wir halten uns an die Menschenrechte und an das Völkerrecht und so weiter. Ja, und dann sagt die Regierung, ja, wir glauben das, wenn die USA das sagt. Und genauso ist nämlich auch Wissenschaft aufgebaut. Wenn da jemand sagt, ja, ach, ich habe mich da an die Wahrheit gehalten und habe die Daten nicht gefälscht, dann glaubt das jeder. Und das ist genauso lächerlich. Das gesamte Wissenschaftsgebäude ist genauso lächerlich. Am Ende gibt es einfach nur kluge Köpfe, und wenn jemand wie Rezo sozusagen seine Kunden und seine Zuhörer nicht irreführen möchte, dann muss er sich eben immer danach orientieren. Wo gibt es denn jetzt was Neues? Wo gibt es denn Wahrheitsbringer in dieser Welt der Unwahrheiten? Also damit habe ich den Punkt so, glaube ich, ganz gut abgehakt. Dass Rezo quasi sozusagen eine naive Wissenschaftshörigkeit predigt. Das soll jetzt nicht heißen, dass die vielen Wissenschaftler beim Klima jetzt falsch liegen. Nur diese Hörigkeit, als ob Wissenschaft in der sozialen Marktwirtschaft eine Quelle der Wahrheit wäre, das ist das, wo euch Rezo sozusagen in die Irre führt und wo er eben sozusagen ja damit auch seinen eigenen Ruf ruiniert. Und dann kommen wir noch zur antiwissenschaftlichen Demokratieillusion von Rezo. Also in sozialer Marktwirtschaft kann es keine Demokratie geben. Ich habe es ja eben schon angedeutet, wenn sich quasi lauter gewinnbringende Irrtümer ausbreiten und dadurch eine extreme Schere zwischen Arm und Reich entsteht, spätestens seit der Erfindung des Geldes, weil eben die Händler, die ihre krankmachenden und ihre kriegstreiberischen Unwahrheiten überall ausbreiten, dazu führen, dass überall Menschen abgeschlachtet werden und die Umwelt zerstört wird und die Natur zerstört wird und Raubbau an der Natur geschieht und das Klima beschädigt wird und so weiter. All diese Dinge bringen Geld, und das führt natürlich dazu, dass diese Leute unendlich reich sind, und da jeder Mensch käuflich ist, sozusagen, ist es ganz selbstverständlich, dass es keine Demokratie geben kann. Vor 400.000 Jahren mag es noch Reste oder die ersten Ansätze von demokratischem Verhandeln in den Gruppen gegeben haben, denn die Sprachevolution war damals weit genug dafür.
Das Gen FOXP2 müsste auch in diesem Zeitpunkt auch schon, das also ein differenziertes Verhandeln ermöglicht, müsste um diesen Zeitraum auch schon da sein, auch wenn die alten Zahlen noch bei 250.000 Jahren liegen, aber da die Zahlen alle naheliegend sind, kann es sein, dass das Gen FOXP2 schon auch vor 400.000 Jahren vorhanden war. Und das heißt also, dass die Menschen damals vielleicht schon demokratisch miteinander verhandelt haben, aber das wurde dann zerstört durch die soziale Marktwirtschaft. Also wir haben seit 400.000 Jahren einen sozialen marktwirtschaftlichen Niedergang der Demokratie. Also Demokratie wurde durch Scheindemokratie ersetzt und natürlich bestimmen die reichen Menschen dieser Erde alles Politikgeschehen und Riso führt euch in die Irre, als ob es irgendwo eine Demokratie gäbe und so weiter. Nein, es geht gar nicht um Demokratie. Es geht darum, dass einfache, dumme Menschen geblendet werden davon, dass sie mit der Idee, sie hätten irgendetwas zu sagen. In Wirklichkeit haben die Händler, die uns alle vergiften, die uns abschlachten, die uns gewinnbringend verwursten und die uns wie Schafe nicht nur scheren, sondern schlachten und verwursten und aus uns Wurst machen. Wir sind nur die Wurst, wir sind nur das Schlachtvieh in der sozialen Marktwirtschaft und das stellt Riso beschönigend dar, sozusagen erst wenn die Fridays for Future und Greta Thunberg sozusagen in jeder Pressekonferenz und in jeder Talkshow nur noch über und mit den zweiten Scientists for Future 2 reden über darüber, wie wir zum ersten Mal eine echte Demokratie bekommen, wie wir wegkommen von der sozialen Marktwirtschaft, Schritt für Schritt in sanften, wissenschaftlich fundierten Zwischenschritten wegkommen von der sozialen Marktwirtschaft bzw. zum Kapitalismus, wie wir die Ideale von Postwachstum und Gemeinwohlökonomie und so weiter realisieren, aber auf wissenschaftliche Weise, nicht auf amateurhafte Weise. Sozusagen nur erst dann, wenn Greta Thunberg, Luisa Neubauer und Fridays for Future und so weiter, wenn die das machen dann kommt es zu einem Wandel zum Guten, dann kriegen wir wirklich irgendwann sowas wie Demokratie und wir kriegen irgendwann sowas wie echte Wissenschaft und so weiter. Ja, im Moment ist es ja so, dass die Wissenschaftler eben auch gegen andere kämpfen, ihre Unwahrheiten verteidigen und mit Ellenbogen ihre Karriere, also sozusagen die heutige Wissenschaft ist ein System der Karrieregeilheit, wo natürlich jeder, der was Neues entwickelt, natürlich der Feind ist und bekämpft wird von den Unfähigen und so weiter. Das ist also, all das, was Riso eigentlich, also noch einmal, ich fasse zusammen, Riso verharmlos die gesamte soziale Marktwirtschaft und bringt den Zuhörern ein unrealistisches Bild. Und auch wenn er in vielem klüger ist als viele andere Unfähige, die hier bei YouTube sozusagen Unwahrheiten verbreiten, dann ist er trotzdem eine Quelle der Unwahrheit und der Beschönigung und der Verharmlosung und der Falschdarstellung und hat sich damit selbst zerstört und seinen Ruf damit selbst zerstört. Ja, und wenn ich sozusagen die Fridays for Future und Greta Thunberg mit den Scientists for Future da sozusagen mit den Scientists for Future 2 da nicht kooperieren, dann werden wir wie die 68er, wir als 68er hatten gar keine Chance. Es gab damals wissenschaftlich, es gab eben noch nicht die zweiten Scientists for Future 2 und wir hatten zwar auch so Ahnungen, dass die soziale Marktwirtschaft und der Kapitalismus und so weiter, also egal wie man das auch immer nennt, dass das irgendwie ein teuflisches System ist, aber alles war Unfug und wir hatten keine Chance und wir haben natürlich verloren.
und am Ende ist alles gescheitert sozusagen. Und genauso wird jetzt 50 Jahre später Greta Thunberg, 20. August 2018, 50 Jahre nach 1968, diese neue Jugendbewegung wird genauso scheitern, wenn sie nicht wahrnimmt, dass zufällig zeitgleich, wirklich auf, bis auf ein paar Tage genau, zeitgleich mit Greta Thunberg haben sich die zweiten Scientists for Future 2, damals noch unter dem Namen The World Council of Wise People, Weltrat, Rat der Weisen und so weiter, zusammengefunden, weil ja niemand voneinander wusste. Und also die zweiten Scientists for Future 2 sind unsere einzige Chance, dass die neuerliche Jugendbewegung nach 50 Jahren diesmal nicht scheitert. Aber wenn die Intelligenz von Greta Thunberg, Fridays for Future, Luisa Neubauer und auch Riso, solchen Leuten wie Riso, nicht ausreicht, das zu verstehen, dass wir jetzt eine historische Chance haben, dann wird alles scheitern. Und ja, ich hoffe, ich habe deutlich gemacht, wie sich Riso selbst zerstört hat mit seinem, ja, halb kompetenten und halb inkompetenten Video und wie er sozusagen seine Realitätsferne unter Beweis gestellt hat. Tschüssi!